Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, beim letzten Mal haben wir bedauerlicherweise die zweite Box nicht mehr geschafft. Die holen wir jetzt nach und das wird auch nicht die letzte Folge sein. Ich werde mehrere produzieren auf jeden Fall. Und ja, heute geht es um Effektmonster. Das sind jetzt alles Effektmonster etwas modernerer Tage, sage ich mal. Ich würde mal so sagen Arc 5 bis eben Reigns. Und ja, da wollen wir uns jetzt mal angucken, was wir hier drin haben. Gut, wir machen es, würde ich sagen, wie beim letzten Mal. Vielleicht vergesse ich dieses Mal nicht, ab und zu die Karten hier unten aufzubauen. Und da wir hier nur eine Box haben, ich würde sagen, wir setzen uns wieder das Limit 20 Minuten, lassen wir uns hier auch schön viel Zeit. Ich hole das ganze Gedöns hier nochmal raus. So. Und wir beginnen. Ja, wir beginnen mit, wir machen es doch lieber so. So, wir beginnen mit Geisterschnitter und Winterkirschblüten, meiner Lieblingskarte aus dieser Reihe, sag ich mal. Wir haben ja den Ghost Ogre, wir haben Ash Blossom, dann haben wir die ganz neue, deren Namen ich vergessen habe, die etwas düsterere und eben die hier. Und das ist tatsächlich so mein Liebling in Anführungszeichen. Ich will sie auch unbedingt in Collectors Rare haben aus Japan, aber da geht sie noch ein bisschen was. Muss ich mal Yannick anstoßen, aber das machen wir irgendwann später. Übrigens am Rande, falls ihr irgendwie OCG-Karten braucht, wirklich zu Top-Preisen, da in der Videobeschreibung, ihr findet Yannicks Facebook, dort könnt ihr über Auftrag bestellen. Das braucht ein paar Wochen, bis es da ist. Müsst ihr auch nicht vorher überweisen, es sei denn, es ist wirklich was extrem Teures, da müsst ihr Vorzahlung machen. Und ja, dann passt das. Ja, das Artwork, das ist einfach der Hammer. Ja, also das ist wirklich der Burner. Ich lege hier mal die obligatorischen 4 Stück hin. Ja, also ich muss sagen, das Artwork der Geisterschnitterin oder des Geisterschnitters finde ich persönlich halt einfach ultra geil. Ja, zum einen haben wir das Monster, das sehr, sehr schön gezeichnet ist, mit dieser riesigen, mit Blumenranken ja, wobenen Sense oder Sensenart. Und dann eben diese Farbgebung. Ja, das erinnert ein bisschen an Yatagarasu, die Farbgebung. Und es ist halt einfach, es wirkt auf mich am allermystischsten. Ja, es ist einfach ein unglaublich tolles Artwork. Ich meine, guckt euch mal die Karte an. Ja, das ist unglaublich schön, wenn man mal bedenkt, dass die mal 40 Euro wert war. Na, ich glaube, meine ersten 7 Exemplare habe ich noch zu der Zeit bekommen, wo die 40 Euro wert war. Das war in dieser ganz, ganz teuren Sammlung, waren die mit dabei. In dieser kleinen, wo glaube ich diese Sammlung 5000 Euro gekostet hat oder so, mit den 2 DDS Blue Eyes und so weiter, könnt ihr euch mal angucken. Ich glaube, das war Folge 41, irgendwie sowas. Und ja, natürlich haben wir nicht nur hier, wir haben hier alle voll, also die normalen in Secret, und ich habe mir hier dann noch die japanische, die war ja gespendet, kam jetzt erst letztens rein in einer der letzten OCG Spenden Mega Openings, und ja, die war halt einfach mega, mega krass, ja. Unglaublich. Und die war auch mit dabei und das fand ich halt mega cool, weil ich unterscheide ja zwischen normalem Secret und Prismatic Secret Rare. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar ranholen. Ich weiß es nicht, ob ich mir von der auch 9 Stück ranholen werde, aber das werden wir ja sehen. Deutlich weniger habe ich aktuell. Okay, jetzt habe ich noch weniger. Moment doch. So kann es natürlich laufen. So, deutlich weniger habe ich von der hier. Das ist die in Ultra Rare aus, in dem Fall jetzt dem Adventskalender und eben dann aus den Legendary Collections. Irgendwas fehlt doch da. Habe ich die vielleicht irgendwo übersehen? Ich hatte doch 3. Nee. Dann wird sie später wohl noch irgendwo anders kommen. Dann habe ich sie falsch einsortiert. Jetzt müssten auf jeden Fall 3 Stück sein. 3 Stück habe ich von der. Hier jetzt irgendwie bloß 2 in der Hand. In Ultra sieht sie ja auch extrem cool aus, aber ich finde in Secret, das passt noch ein bisschen mehr zu ihr. Ist auf jeden Fall mega, mega nice. So, ich glaube, das war sogar schon meine Lieblingskarte aus allem, was hier in der Box drin ist. Dann Eva aus einem Structure Deck. Die Karte ist jetzt nicht so beliebt vom Artwork her. Ich persönlich finde sie aber relativ schön, muss ich sagen. Wenn ich sie irgendwie beim Traden mal sehe, die nehme ich immer mit. Ja, die geht jetzt nicht die Welt und ich finde, sie sieht eigentlich ganz cool aus, ganz eigen. Und das ist eine Karte, die im Kopf bleibt. Ja, wenn es moderne Tournament-Packs geben würde, also nicht OP, sondern wirklich Tournament-Pack mit der alten Aufteilung und den alten Raritäten, dann wäre das auch eine schöne Ultra-Rare aus diesem Set wahrscheinlich, weil sie halt einfach so speziell aussieht. Versteht ihr, was ich meine? Ja, dieser komische, traurige, verwirrt guckende Alien mit dem abgestürzten UFO hinten dran ist einfach ein tolles Artwork. Einfach ein tolles Artwork, muss ich so sagen. Ja? Weil ich persönlich bin ja einfach ein Gegner von Karten, wo der Hintergrund dominiert und das Monster einfach nicht präsent ist und vor allen Dingen keinen Wiedererkennungswert hat. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber die Karte, wenn die keinen Wiedererkennungswert hat, dann weiß ich auch nicht. Jetzt packen wir hier gleich mal die beiseite.
Die Eva brauchen wir jetzt nicht mehr hier hinpacken. Die habe ich jetzt mal wieder vergessen. Und dann geht es hier weiter. Und zwar mit einer Kartenart, die ich ursprünglich richtig gehasst habe. Und zwar die Raketendrachen. Warum? Ich erkläre es euch sofort. Ich baue hier mal bloß kurz wieder auf. Die kommen aus Circuit Break, beziehungsweise, ja, ich glaube, da sind sie sogar rausgekommen. Und ja, die Raketendrachen mochte ich nicht, weil ihre Flügel einfach nicht zum Monster gepasst haben und es auch immer noch nicht tun, ja. Hier diese Neon-Glasflügeligen, also fast wie beim Clearwing, ja, so in der Richtung, so die Art. Und der Drache sieht aber aus, als wäre er so ein bisschen aus futuristischen Schrottteilen zusammengebaut worden. Ich finde, das passt irgendwie nicht so ganz. Ja, wenn die Flügel mehr Struktur gehabt hätten oder auch aus, wie der Drache selber, dem Metall bestanden hätten, sähe das schon besser aus. Dazu kommt der Hintergrund. Der Hintergrund ist, ich würde mal sagen, nicht unbedingt von der Struktur, aber einfach von der Farbgebung so gewählt, dass es sich zu wenig vom Monster selbst unterscheidet. Ja, man muss wirklich zweimal hingucken, um zu sehen, wo hört das Monster auf, wo fängt es an. Und das ist eine Sache, die mich gestört hat. Ich muss aber mittlerweile sagen, ich habe mich an die Karte gewöhnt. Ja, man muss wirklich sagen, ich habe mich an die Karte gewöhnt. Durch immer wieder intensives Angucken der Karte. Ja, das klingt komisch, ist aber wirklich so. Bei manchen Karten gelingt das, bei manchen überhaupt nicht. Und muss sagen, ich kann mittlerweile sehr gut mit dem Artwork leben, ja. Auch mit den anderen Raketendrachen. Ich empfinde die jetzt, es sind jetzt nicht die Bombenkarten, aber es sind schon, ja, semi-Hübschlinge, sage ich jetzt mal, ne. Also, sie haben schon, also es gibt Schlimmeres. Ich sag mal, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall, ja. Ist natürlich hier ein Cent-Artikel, ist eine garantierte Holo. Und ja, ihr seht, auch solche Karten werden bei mir gesleeved, finden bei mir ihre Achtung. Und das ist für mich ganz wichtig, dass hier nichts quasi achtlos irgendwie weggeschmissen wird, in Anführungszeichen. Ein weiterer Raketendrache, der hat mir von Anfang an recht gut gefallen sogar, ist der Magna-Raketendrache. Ich habe da drüben, glaube ich, nochmal einen, der ist aber noch nicht gesleeved, den muss ich erst noch einhüllen. Und es ist halt einfach so, bei dem gefällt mir jetzt zum Beispiel der Kontrast zwischen Hintergrund und dem Monster. Das Monster ist aus einem relativ dunklen Metall gehalten, der Hintergrund ist hellgelb. Ne? Wir legen hier mal wieder kurz unsere Drachen hin, bevor wir dann über das Monster selber reden. Ich hab bloß Scheiße, wenn ich dann am Ende bloß 4 Karten davon da habe, dann kann ich... Naja, wie auch immer, ist halt einfach mega cool. Vor allen Dingen dieses Gelbe gefällt mir, das Ultra Rare passt sehr gut zu der Karte und die Neonflügel, die wir hier hinten sehen, die sind so dezent und verschwimmen quasi so ein bisschen im Hintergrund, wenn man nicht genau hinguckt, dass sie gar nicht mehr so stören. Ja. In dem Fall finde ich sogar cool, dass da irgendwas im Hintergrund verschwimmt, weil so fallen diese unpassenden Flügel in meinen Augen gar nicht so sehr auf. Genau, dann hätten wir die auch abgehakt. So, dann geht's weiter mit etwas, das einige von euch lieben werden. Und zwar Himmelsjäger Ass. Die englischsprachigen Länder werden uns dafür wohl auslachen. Ray. Und ich muss sagen, auch am Anfang mochte ich die nicht. Ich habe mir gedacht, was ist das denn schon wieder für eine Kacke, ja? Das ist wirklich so, ja. Ich habe das Problem, ich habe manchmal so ein bisschen die Retro-Brille auf. Und das ist so eine Sache, die lege ich wirklich jedem Oldschool-Sammler ans Herz. Wirklich, legt sie ab. Ihr werdet, wenn ihr euch zu sehr auf ein gewisses Gebiet beschränkt beim Sammeln, werdet ihr am Ende echt also in eurer Vielfalt eingeschränkt sein. Das Neue steht dem Alten in nichts nach. Und ich persönlich habe dieses Alter, wer fährt da draußen vorbei, Weiberschlänzer. Nein, auf jeden Fall, ich habe selbst das Problem und ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich mir denke, ja, sieht ja gar nicht retro aus. Ne? Klar, ich bin Retro-Fan, ich werde immer Retro-Fan bleiben, aber es gibt mittlerweile Artworks, die sind einfach mega geil. Und das Konzept, das Artwork-technische Konzept hinter diesen Himmelsjägern, hinter den Skystrikern, ist einfach mega geil. Wir haben quasi immer ein einziges Monster, nämlich diese Ray hier, die an sich als Grundkarte schon relativ brav aussieht. Und dann haben wir diese Link-Abwandlungen von dir. Das ist im Prinzip immer dasselbe Monster in einer anderen Mega-Rüstung und das ist einfach cool. Das ist einfach geil mit der Farbgebung. Habe ich auch alle im Link, ich habe noch so eine Link-Box. Das sind ja auch drin. Leider nicht die aus OP. Die hätte ich so gerne. Boah, die sieht geil aus in Ulti. Wie auch immer. Artwork, wie gesagt, sehr schlicht. Dennoch präsent, ja. Der Hintergrund hebt sich gut vom Monster ab, obwohl beides dunkel ist. Und das Monster ist nicht zu, ich sag mal, zu klein. Okay, hätten sie es einfach bloß diesen Ausschnitt hier. Und das Schwert vielleicht noch ein bisschen anders. Dann hätte das vom Zeichenstil her vielleicht ein bisschen oldschool-mäßiger ausgesehen. Aber es passt auch so. Es sieht auch so wirklich gut aus, ja.
Genau. Das sind tatsächlich bisher alle Himmelsjägerinnen, die ich habe. Das heißt, ich habe erst 6 Stück. Das heißt, es fehlen noch 3. Die werde ich mir dann auch noch irgendwo besorgen. Dann haben wir den hier. Das ist so eine Art Abwandlung vom Urteilsdrachen. Ich weiß bloß gerade nicht, wie er heißt, denn ich habe den Ultra Rare auf Deutsch überhaupt nicht. Ich habe ihn nur 2 Playsets auf Koreanisch in Ultimate Rare. Dementsprechend weiß ich gerade nicht, wie die Karte heißt. Ich persönlich finde aber den normalen Ultra Drachen schöner. Er sieht irgendwie einfach eleganter aus. Die Karte ist zwar nicht hässlich, nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Sie ist auch cool, sie ist auch bombastisch, aber die ist eben ja, nicht ganz so krass wie der Urteilsdrache selber. Mal abgesehen davon ist der Urteilsdrache einfach epischer, ja, durch seine spielerische Relevanz. Ich weiß nicht, ob der im Anime großartig vorkam, aber durch seine spielerische Relevanz ist er einfach, ich sag mal, oder ist er nicht aktuelle spielerische Relevanz, sondern vielleicht mal vergangene spielerische Relevanz und vor allen Dingen auch Seltenheit ist ja einfach wesentlich, ich sag mal, auch fürs Sammeln relevanter. Er ist einfach mehr im Kopf der Leute drin als jetzt eben diese Karte. Genau, jetzt sortiere ich mir das hier bloß mal ganz kurz wieder ein Stück weit zurecht. Habe ich hier auch alles. Aber ich weiß jetzt nicht, wo ich die dritte meine ich, die dritte Ghost Reaper hin habe. Ich gucke mir das jetzt gerade nochmal durch, weil ich weiß, dass es 3 waren. Vielleicht habe ich die noch drüben liegen, das kann natürlich sein. Oder ich habe sie komplett falsch einsortiert. So, jetzt machen wir aber weiter. So, und zwar mit etwas, wo ich wieder gesagt habe, was ist denn das für eine Grütze? Ja, ihr merkt, bei den moderneren Sachen, da jammer ich ein bisschen mehr. Yosenju. Yosenju-Karten, wirklich, ich fand sie furchtbar am Anfang. Bis ich dann Anime gesehen habe, das war Folge 31, weiß ich noch genau, Folge 31 im Arc 5 Anime, da wurde die Karte gegen Yuya gespielt und die Monster sehen im Anime cool aus, wirklich, die sehen richtig geil aus im Anime und irgendwie konnte ich mich dann auch ein bisschen mehr mit den Karten anfreunden. Ich finde nur, dass der Effekt Secret Rare für diese Karten nicht geschaffen ist. Ich weiß nicht, als Rares, als Simple Rares wären die vielleicht besser gewesen. Ich finde den Secret Rare Effekt bei denen, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht cool. Nicht cool. Der Secret Rare Effekt, der macht einfach das Artwork ein bisschen kaputt, ne? So, wenn man das jetzt mal hier so sieht, man erkennt halt einfach nicht besonders viel, ne? Außer wenn man die Karte vor Augen hat und sie so ungefähr hält, dann sieht man, aha, hier ist das Monster, der schwingt sich so nach oben. Aber so, du siehst halt bloß Glitzer. Das ist so ein bisschen mein Problem mit den Yosenjus. Ich habe hier drin jetzt nur die Grund-Yosenjus, die skippe ich jetzt einfach mal so durch. Hier haben wir Karma 2, habe ich auch alle schon voll sozusagen und dann eben Karma 3. Den haben wir jetzt dann hier. Genau, die habe ich auch voll, da habe ich auch, glaube ich, ein paar in Tradebinder von dem. Und ja, genau, dementsprechend bin ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller über die gegangen. Wir haben jetzt noch 7 Minuten und noch ungefähr 3 Fächer, deswegen, ja. Dann haben wir hier Overtex Quadlus aus Extreme Force. Richtig, richtig coole Karte. Da habe ich leider von Creepfan damals nicht genügend mitbekommen. Die habe ich mir dann noch so ein bisschen rantauschen müssen. Das heißt, ich habe hier tatsächlich erst 5 von denen. Leider. Ihr seht, bei den modernen Karten, da mangelt es bei mir manchmal noch ein bisschen. Also wirklich Oldschool-Kram habe ich da noch und nöcher. Auch sehr, sehr viel modernes Zeug, aber bei einigen eigentlich lächerlichen Karten, da fehlen mir dann noch ein paar Exemplare. Ich finde aber das Artwork richtig cool, ja. Ich muss auch sagen, das Artwork ist richtig geil und ich glaube, der hatte auch anfangs eine gewisse spielerische Relevanz. Im Übrigen, kleine Randnotiz, weil sich immer alle darüber beschweren, die Qualität der heutigen Karten sei ja so beschissen. Sind sie nicht. Vergleicht mal die Karten, die heute rauskommen, mit zum Beispiel einem Gachi-Gachi-Gatensu aus dem Starterdeck. War das ein Starterdeck oder war das ein Adventskalender? Also es kürzelt auf jeden Fall YS11. Also ich würde mal sagen Yu-Gi-Oh! Starterdeck oder Structuredeck, wie auch immer. Und vergleicht das mal wirklich. Ich habe ihn letztens in der Hand gehabt. Das ist wirklich wie eine Briefmarke. Die Pappe ist so dünn, den guckst du einmal schief an und da geht der Lack ab. Das ist billig. Was wir hier haben, wieder, das ist wieder gute Qualität, das muss man einfach mal so sagen, Leute, ja. Das ist wirklich Jammern auf ganz hohem Niveau, was hier teilweise stattfindet. Und
ja, wollte ich nur mal angesprochen haben. Auf jeden Fall, hier, der Overtext ist einfach mega geil. Ja. Ich finde hier vom Artwork einfach schön. Auch eine Karte, die ich sehr, sehr toll finde, habe ich auch mittlerweile zu Genüge, ist der Gateway-Drache. Ja, ich habe mir auch schon so ein paar Folgen Reigns auf Japanisch angeguckt, mit deutschem Untertitel. Ich mag die japanische Sprache aber nicht, vor allen Dingen die Stimmen dazu nicht. Ich finde das echt furchtbar, wirklich, kriegt der Ohrenkrebs. Ich kann mir das nicht allzu lange geben. Und da habe ich auch die Beschwörung für diesen Gateway-Drachen gesehen. Und dieses Ding da hinten, das gehört nicht zum Drachen. Das ist einfach nur das Tor, aus dem er rauskommt, sozusagen. Der Drache ist das hier vorne. Und ich muss sagen, das ist oldschool. Der Drache selber sieht einfach unglaublich alt aus. Der könnte auch so, wie er ist, aus Metal Raiders kommen oder so. Also ich persönlich finde den richtig, richtig cool. Das Tor ist vielleicht noch ein bisschen futuristisch, aber sonst ist das ein cooles Gesamtbild, würde ich mal sagen. Ja, es gefällt mir. Es gefällt mir wirklich gut. Das ist sehr schön. Ne? Und mehr solcher Karten bitte. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig, richtig geil. Von denen habe ich auch mittlerweile ein paar Trade-Banner, aber bis ich die vertausche, werden nur noch 10 Jahre vergehen, weil sowas will ja keiner. Braucht ja niemand. Kein Mensch, die kriegt man ja überall. Dann haben wir noch den metaphysischen Ragnarok. Von den metaphysischen, einer meiner Lieblingskarten, weil der halt doch ziemlich evil aussieht. So habe ich hier 2 Playsets. Ich habe von dem noch mehr, ich weiß bloß nicht wo. Muss ich mal wieder gucken. Die habe ich bloß auf die Schnelle greifen können. Und ja, richtig, richtig geil auf jeden Fall. Ja. Einfach dieser riesige Schlangendrache, ja. Mit der vollen Behaarung, der hat sozusagen einen behaarten Rücken. diesem Gewitter im Hintergrund, das ist halt wirklich episch. Ja, stell euch mal vor, ihr geht irgendwie nachts spazieren, auf einmal erhebt sich da am Horizont so ein Drache, da würde ich auch schreien wegrennen, oder? Also ich find's geil. Ja, ich find's richtig geil. So, dann haben wir das zweite auch noch geschafft. Leute, wir kommen über 20 Minuten, es tut mir leid, ich sehe es jetzt schon, sind jetzt schon bei 16 Minuten. Ja, und dementsprechend werde ich jetzt mal ein bisschen Gas geben, dass wir vielleicht nicht allzu sehr über 20 Minuten kommen. So, eine Karte, bei der ich wirklich Herzen in den Augen hatte, war die hier. Ich weiß nicht, die Karte sieht so brutal geil aus, ja. Das ist der Linkschlechter. Da habe ich auch noch ein paar mehr rumliegen. Ich habe jetzt hier bloß 4, weil mir sind die Hüllen ausgegangen. Ich bestelle aber bald nach. Linkschlechter ist eine so geile Karte, ja. Ich finde es hier richtig nice. Ich finde das Artwork einfach richtig nice. Na, als ich das erste Opening gesehen habe, ich glaube, das kam sogar in dem ersten Ding raus, in dem Linkstrike oder wie das hieß. Das erste, wo halt dieser Decode-Talker mit dabei war. Ich habe es jetzt nicht so mit den Namen der OVP-Produkte. Auf jeden Fall richtig geil. Also mir gefällt es unglaublich gut. Ja, dieses Grün, dieses Giftgrün und dann noch diese Pose des Monsters, das Design, allein schon der Helm von dem Monster mit dem wehenden Mantel, das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach geil aus. Ich würde mal sagen, wenn das Grüne hier noch schwarz oder irgendwie ein einfacherer Hintergrund wäre, könnte das Monster auch genauso gut aus GX oder aus Duel Monsters kommen. Richtig nice. Dann haben wir den metaphysischen Vollstrecker hier in Ultimate Rare. In Ulti habe ich hier tatsächlich nur ein Playset. Hier nochmal danke an Yannick. Und ich habe jetzt hier bloß 2 in Super, aber ich weiß, dass ich mehr habe. Viel, viel mehr. Ich glaube, ich habe auch schon alle zusammen. Halt, nee, habe ich gerade gesagt, dass der aus Extreme Force kommt? Ich glaube, der kommt aus Circle Break. Boah, was rede ich eigentlich? Oder habe ich gar nichts gesagt? Dann war das jetzt bloß in meinem Kopf. Okay, jedenfalls der metaphysische Vollstrecker, richtig, richtig geil. Vor allen Dingen Ultimate, wirklich. Wenn ihr diese Karte wollt, nehmt nicht die deutsche. Nehmt nicht die deutsche Super Rare. Warum? Ihr seht, die Karte ist sehr detailreich. Ja, wir haben ja diese ganzen Verästelungen. Ja, also richtig cool, diese ganzen Verästelungen der Karte. Und die sieht man hier bei der Ultimate Rare. Sowas von Bombe, seht ihr das? Das ist alles so schön haben. Das ist ohne Witz. Also die Karte geht fast nichts. Ja, auch in Ultimate. Ihr müsst euch nicht dumm und dämlich zahlen. Die geht ein paar Euro. Wirklich, die lohnt sich. Holt euch die. Das ist einfach ein absoluter Traum fürs Auge. Dann einer meiner Lieblings-Trickster-Effektmonster. Ja, also die Link-Monster mag ich sowieso fast alle von Trickster. Bei den Effektmonstern gibt es solche und solche. Und Rodode heißt die. Trickster Rodode ist eines meiner Lieblings-Effektmonster von Trickster. Das liegt an mehrererlei Dingen. Zuerst mal finde ich bei Trickster die Idee cool mit diesem innen verzierten Rahmen. Ja, das ist einfach mega geil. Das gefällt mir schon mal, diese Grundidee. Auch mit der Blume, auf dem dieses Monster basiert, hier in den Kreisen drin, finde ich auch mega, mega toll.
Und dazu kommt erstmal das Monster an sich, gefällt mir hier dieser Rock aus diesen Blütenblättern und wieder das Farbspiel der Karte ist halt wieder sehr schön. An sich finde ich Trickster-Monster haben kaum Wiedererkennungswert, außer vielleicht die Link-Monster, aber die auch bloß mittelmäßigen. Die Fact-Monster haben wirklich kaum Wiedererkennungswert, die bleiben nicht im Kopf. Ich könnte mir jetzt, wenn ich jetzt an Trickster denke, ich weiß, es sind alles Weiber, die irgendwie mit Blumen verziert sind, aber ich habe jetzt nichts genau im Kopf. Irgendein Bild oder so zu irgendeiner Monsterkarte, obwohl es so viele gibt. Ja, das ist bei den linken Monstern ein bisschen anders, da kann ich mir die eine oder andere merken, zum Beispiel Holly kann ich mir ganz gut merken, aber die anderen bleiben einfach nicht im Kopf. Ja, die bleibt schon im Kopf, die hat einen Wiedererkennungswert, bei den anderen ist es ein bisschen schwieriger, das heißt aber nicht, dass sie hässlich sind, sie sind trotzdem recht schön anzusehen, sie sind bloß, obwohl alle anders gezeichnet sind, fehlt ihnen doch jede Individualität. Das finde ich ein bisschen schade. Gut. Dann haben wir die auch abgehakt. Dann kommen wir zu einer Karte, die werde ich nie verstehen. Wirklich nicht. Also vom Design her. Das ist Phosphorzorn. Jetzt Phosphorzorn, der Elementarherrscher. Da gibt es ja mehrere davon. Da gibt es auch den Finsternis-Heini, den ich noch ein bisschen besser finde. Den hier, also diese Art von Elementarherrschern, ich finde, nee. Ja, das, okay, also als Gesamtbild, wenn man jetzt mehrere nebeneinander liegen hat, geht's. Ja, kann man sich angucken, kann man sich geben, aber so overdesigned, ich weiß gar nicht wirklich, was das darstellen soll. Es ist irgendwie, nee, also ich finde sie nicht hässlich, ich kann sie aber auch nicht leiden. Das ist so ein ganz komisches Zwischending bei denen. Deswegen überspringen wir die einfach mal kurz. Dann haben wir Element Saber Nalu. Ja, die sieht meiner Meinung nach, also ich mag die Element Saber. Mein Lieblingselement Saber ist diese eine mit dem großen Schild vorne dran. Wie hieß sie denn? Natsu? Nee. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die hieß. Ihr wisst schon, die Kamen, die in dem Set drin war. Die hatte so ein Schild und es war sehr braun-gelblastig gehalten, das Artwork. Das ist meine absolute Lieblingselement Saber Karte. Und ja, aber sie sieht so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl, wie. Wie von den Eisbarriere-Monstern, ja. Wie ein gut designtes Eisbarriere-Monster. Also es ist eine schöne Karte, muss man sagen, sehr schön, blaulastig. Aber sie wirkt halt irgendwie, also es könnte auch genauso gut irgendwas von Eisbarriere sein, muss man einfach sagen, ja. Deswegen hatte auch anfangs ein bisschen meine Probleme mit dem Akzeptieren dieser Karte, sag ich mal. Und jetzt wird's richtig cool. Ich habe hier auch eigentlich 9 Stück. Ich weiß bloß gerade nicht, wo meine anderen 4 Stück hin sind. Das hier ist jetzt Wenn Schrecken Kern. Und Wenn Schrecken ist ja erstmal TCG-exklusiv, das ist das eine. Was natürlich ein bisschen schade ist, da es dann keine High-Rare-Varianten von der Karte gibt. Im OCG zum Beispiel, so Ulti oder so. Aber ich finde diese Karten unglaublich cool. Wirklich, das ist, diese Karten haben wieder dieses Oldschool-Feeling so richtig zurückgebracht. Ich meine, guckt euch das mal an. Das hier ist Sven Schrecken Kern, auch eine eigentlich wertlose Super-Rare, aber dieses Morbide, ja, dieses Sinnlose auch irgendwie, hier so ein Wirbel, wo alles Mögliche rausflutscht, hier ein Auge, da ein Auge, eine Kralle, eine Tentakel, hier Adlerflügel, das ist so, das ist so ein bisschen Oldschool-Feeling. So, es ergibt wenig Sinn, es sieht irgendwie widerlich, aber irgendwie auch richtig geil aus und das geil, einfach toll. Ja, dieses Artwork, es gefällt mir unglaublich gut. Ja, Wenn Schrecken Kriegsherr, Wenn Schrecken Henker, Wenn Schrecken Kernessen, wirklich meine absoluten, also mein Lieblingsthema der aktuellen Zeit. Schade, dass der Support mittlerweile aus ist. Vielleicht kommt ja irgendwann wieder was, ein Link-Monster wäre vielleicht ganz cool. Und ja, mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen. Das Artwork ist einfach geil und es bleibt im Kopf. Also das hat Wiedererkennungswert, aber garantiert. Gut, dann haben wir das auch und wir kommen zum letzten Part. Und die erste Karte, und ich, wir sind schon auf Kriegsfuß. Ha, ich habe alle zusammen rausgekriegt, wer hätte es gedacht. Ich sag's euch, diese Karte, DDD Drachenkönig Pendragon. Die in Niemen zu finden, na, das ist in etwa so schwierig wie der Versuch in der Wüste zu tauchen. Diese Karte kommt schon zerstört aus dem Deck raus. Ich habe mir selber mehrere dieser Decks gekauft. Nur um diese Karte Niemen zu kriegen, Leute. Ja, diese ganzen 9 Stück hier, die ich habe, sind alle selbst gezogen. Und diese silbernen Ränder hier oben rings um die Karte waren alle schon da. Das war schlechte Qualität, Leute. Das war richtig schlechte Qualität. Ich weiß nicht, was sich Konami dabei gedacht hat. Das sieht man vielleicht hier gerade schlecht. Ich hole mal einen bisschen aus der Hülle raus.
Also es sind ganz leichte, wirklich nicht schlimm. Ne, okay, die ist vielleicht, das ist noch eine der etwas besseren. Ich suche mal eine, wo man es ein bisschen besser sieht vielleicht. Hier zum Beispiel. Ja, seht ihr das? Hier oben? Das geht einfach nicht, Leute. Das geht nicht. Ich finde das kacke, sowas. Ich meine, okay, das ist ohnehin nicht das schönste Monster. Es gibt bessere DDD-Monster von der Optik her. Er ist zwar düster und dunkel und so, aber irgendwie finde ich den eher mittelmäßig. Deswegen DDD Drachenkönig Pendragon ist für mich so ein bisschen rotes Tuch, auch aufgrund der Tatsache, dass man ihn eben wirklich so schwer wirklich in Niemand bekommt. Also es ist fast schon wie ein Sechser im Lotto, wenn du mal so ein Deck aufmachst und der ist wirklich in Niemand drin, ja. So, dann haben wir hier Nephthebis, der Atlantische Prinz. Und obwohl er Atlantischer Prinz heißt, dachte ich zuerst die ganze Zeit, das sei ein Vibe. Fragt mich nicht warum. Jetzt weiß ich, es ist keins. Vielleicht auch, weil ich seinen Namen nie richtig gelesen habe. Ist aber eine sehr schöne Karte, hat ein sehr schönes Artwork, bleibt auch im Kopf. Ja, ich meine, diese Art von Karten, ja, finde ich sowieso richtig cool. Und diese ganzen Meeressachen auch, da gibt es ja nicht Burning Abyss, sondern Mermail, genau. Die finde ich auch mega cool. Die Ultis vor allen Dingen, die Ulti-Xyz-Karten und so. Richtig, richtig geile Sache. Und ja, die hier eben auch. Ist eine sehr, sehr schöne Karte, muss man schon sagen. Gefällt mir sehr gut. Da habe ich auch schon alle 9 Stück jetzt zusammen. Und ja, dann kommen wir auch eigentlich schon zur letzten Karte. Und die letzte Karte ist hier Aether, der Himmelsmonarch aus SR01. Richtig, richtig coole Karte. Ein sehr, sehr schöner Monarch. Es gibt ja noch den dunklen Monarchen davon. Ich persönlich finde den am schönsten. Der sieht einfach geil aus. Ja. Ich meine, gebt euch mal das Gesamtbild hier. Okay, den gibt es natürlich auch wie Sand am Meer. Ist ja klar, der ist nichts wert. Das ist eine relativ moderne Karte. Blablub. Aber darum geht es nicht. Es ist eine unglaublich schön anzusehende Karte. Ja, die gefällt mir einfach. Ja, ich finde sie einfach wunderschön. Muss man einfach so sagen. Ne? Und ich glaube, dass das ein weibliches Monster ist, weil der hat hier oben so, ich weiß nicht, sieht irgendwie nach Titten aus. Ja, auf jeden Fall mega nice, mega nice. Jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde, es tut mir so leid, Leute. Ich hätte gedacht, dass es schneller geht, aber ich kann das Zeug nicht einfach durchskippen. Ja. Das wäre ja auch irgendwie sinnlos. Ich muss jetzt erstmal Nachforschungen anstellen, wo denn meine dritte Winterkirschblüte hin ist in Ultra. Das gibt es ja gar nicht. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Das nächste Video, boah, was wird das? Xyz, Link, irgendwas, vielleicht auch ein bisschen Oldschool-Kram. Das werden wir ja dann sehen. So, wir sehen uns dann zu einer nächsten Folge. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.